Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einer neuen Karte für euch. Heute basteln wir eine personalisierte Geburtstagskarte für Katrin. Ich habe quasi die Idee gehabt, dass ich aus den Wörtern Katrin und Happy Birthday so eine Art Collage mache. Das heißt, ich habe die Buchstaben einzeln ausgestanzt und die auch mit mehreren Schichten hinterlegt. Das heißt, das, was ihr jetzt seht, ist schon quasi das fertige Produkt. Und ich habe dann halt so ein bisschen gespielt und ausprobiert, wie mir das von der Aufteilung gefällt. Und ja, das war so die Grundidee. Dann musste ich natürlich auch dementsprechend mein Kartenrolling wählen. Ich habe mich für eine Den-Lang-Karte entschieden. Hier seht ihr schon den Kartenrolling im Bild plus Mattung in Craft. Und dann kommt noch ein Aufleger in Weiß, den ich halt hinterher noch bestempeln möchte. Und wir arbeiten tatsächlich auch mit einer Schablone heute. Ich habe mir das Ganze ausgemessen. Ich mache ja meine den langen Kartenrohlinge etwas kürzer, beziehungsweise es ist wirklich nur ein Millimeter, der eigentlich fehlt. Das sind 10,4 mal 21 cm. Normalerweise ist Kartenrohling für den langen 10,5 mal 21. Dadurch aber, dass das Papier vom Action etwas kürzer ist, habe ich dann halt diesen 1 mm weggedacht und das dementsprechend angepasst. Also ihr müsst ja nicht immer hundertprozentig der Norm entsprechen. Ihr könnt ja eure Kreativität freisetzen und auch bei solchen Kleinigkeiten wie beim Kartenrolling ein bisschen improvisieren. Ihr müsst halt nur dann dementsprechend eure Mattung und Aufleger dann kleiner machen. Und dass die Abstände halt oben und unten gleich sind und dass das halt fürs Auge angenehm ist. Wenn das irgendwie 1 Millimeter abweicht, seht ihr das schon. Also zumindest sehe ich das. Um den Spruch quasi nicht zu verlieren oder die Aufteilung, fixiere ich mir das Ganze mit dem lila Masking Tape vom Action. Das bleibt dann halt zusammen und so kann ich auch ein bisschen gucken, wie ist die Aufteilung. Welchen Bereich der Karte wird dann verdeckt dadurch und wo kann ich dann mich frei austoben? Ja, es hat alles ein bisschen gedauert, aber das war halt so der Ausgangspunkt der Karte. Das ist eine Schablone von Teddy. Die habe ich schon eine Weile und ich finde dieses Doyle, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das ganz nett. Hier habe ich meine magnetische Unterlage, die habe ich dann als Hilfe genommen. Das Lineal ist magnetisch. Genauso wie die Streifen, die jetzt da im Bild sind, das sind auch Magnete. Ich habe halt links und rechts mit einfach oder sogar unten und oben. Also oben ist das Lineal zum Festhalten und außenrum habe ich einfach Druckerpapierstreifen quasi zum Abdecken, damit ich halt nicht über den Rand hinaus wische. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, aber wenn die Schablone zum Beispiel den Bereich nicht komplett abdeckt und ihr wischt und wischt und wischt und irgendwann kommt ihr halt an die Grenze der Schablone, merkt das aber nicht, dann hebt ihr das an und dann habt ihr am Rand der Schablone halt so einen Streifen, das sieht halt scheiße aus. Und dann, wenn man das vorher schon vernünftig abdeckt, könnt ihr das Ganze so ein bisschen vermeiden. Ich habe in der Mitte angefangen mit einem gelben Farbton. Und nach außen hin gehen wir in Braun rein. Das heißt, ich habe Distress-Stempelkissen, also Dye-Inks, verwendet. Auf Weiß sehen Dye-Inks halt deckend aus. Ich finde das ganz nett und das sind halt die Farben, die ich auch zu Hause habe. Ich bin irgendwie kein Pigment-Fan oder Oxide-Fan. Das ist irgendwie absolut nicht meins. Und hier seht ihr, die Schablone bewegt sich kein bisschen. Ich habe einfach nur das Papier ein bisschen gedreht und wische noch eine Ecke mit derselben Schablone. Da ich die Farben ja auch schon benutzt habe, muss ich ja auch die Schablone nicht zwischendurch irgendwie sauber machen oder ähnliches. Es wird ja nichts großartig übertragen. Das ist ja im Grunde auch nur der Hintergrund. Und ja, ich habe bewusst diese Farben gewählt. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Beziehungsweise ihr habt ja die Karte, die fertige Karte schon am Anfang gesehen. Ich finde, die wirkt auch ein bisschen schon herbstlich und das passt so ein bisschen jetzt zu der Jahreszeit. So, ich bin fertig mit der Schablone, deswegen wird sie einmal mit Wasser besprüht und sauber gemacht. Dye-Inks sind wasserlöslich, das heißt, das ist kein Problem. Ihr könnt die Farbe direkt auch entfernen.
Mikrofasertuch hilft auch dabei. Hier habe ich einen Hintergrundstempel von My Favorite Things. Das ist einfach ein Text. Und den färbe ich mit Distress Vintage Photo ein. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt notwendig, aber irgendwie die Farbe mag ich. Und das Stempelkissen ist schön groß und das drückt halt vernünftig ab. Also mit den Distress Stempelkissen könnt ihr super wischen, aber zum Stempeln sind die halt wirklich nicht so gut geeignet. Dann habt ihr auch so diesen distressten Look, den ich hier eigentlich gar nicht haben wollte. Und deswegen habe ich das jetzt so ein Archival-Ink dafür verwendet. Wie ihr seht, das ist auch super auf der Glasoberfläche. Ihr könnt einfach euren großen Stempel da drauf ablegen und dann ist er schon fixiert. Also bei großen Hintergrundstempeln hole ich meine Stempelhilfe noch nicht mal raus. Das mache ich überwiegend direkt so. Ich habe jetzt noch den Rand mit Distress Vintage Photo. Und hier seht ihr ein Fingerschwämmchen. Damit wird das Ganze einfach nur am Rand eingefärbt. Hier habe ich einen kleinen Acrylblock rausgeholt und stempel mein Stempelkissen so ein bisschen ab. Wie ihr seht, mein Stempelkissen braucht Nachfüllung. Der ist ein bisschen schon fast leer. Mit etwas Wasser und einem Fächerpinsel spritze ich dann die Farbe großzügig auf meinen Hintergrund. Mit einem feinen Pinsel kann ich auch ganz feine Sprenkler noch ergänzen. Ich kombiniere das meistens sehr gerne. Hier habe ich noch den gelben Farbton genommen, auch mit Wasser angelöst, wieder mit dem Fächerpinsel gesprenkelt. Damit werden halt auch die weißen Bereiche so ein bisschen abgedeckt. Am Ende, ja gut, ihr seht zwar nicht viel von, aber irgendwie, wenn ich bei dem Hintergrund gestalten bin, gucke ich mir den Hintergrund erstmal als Ganzes an und ich mag einfach keine weißen Flächen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich versuche das irgendwie alles abzudecken und Sprenkler zum Beispiel kaschieren einige Fehler. Hier ist mein Heißföhn. Eigentlich ist es ein Embossingföhn, aber wenn ihr vorsichtig damit hantiert, könnt ihr damit natürlich auch trocknen. Müsst halt wirklich ständig in Bewegung bleiben. Also der Heißföhn ist wirklich heiß und damit ihr euer Papier nicht zu sehr verbrennt, müsst ihr halt so ein bisschen Abstand haben. Hab geguckt, ob da wirklich jetzt alles trocken ist. Anscheinend noch nicht. Deswegen habe ich noch ein bisschen nachgeföhnt. Jetzt habe ich meine Spritzbox rausgeholt. Das heißt, die Stressfarben sind ja wasserlöslich. Das ist ja kein Problem. Aber wenn ihr dann mit härteren Bandagen arbeitet, wie zum Beispiel jetzt mit den ganzen Glitzersprays, dann ist so eine Box doch ein bisschen besser. Da könnt ihr euren, also der Überschuss wird so ein bisschen abgefangen. Das war jetzt Gold, denke ich mal. Ich habe einfach mit der Flasche oder mit dem Flaschendeckel, mit dem Schlauch, der quasi raushängt, gespritzt. Und da sind halt relativ große Blobs. Einer ist daneben gefallen und den habe ich einfach mit dem feinen Pinsel jetzt einfach gesprenkelt. Es ist leider immer schade, dass man das so im Bild nicht vernünftig einfangen kann, wie das wirklich ist. Also gerade die Sprays, das war jetzt, glaube ich, eins vom Action. Die metallischen Sprays, das sieht einfach toll aus. Ich habe mich diesmal für ein Magnolia-Motiv entschieden. Und zwar mag die Katrin, die diese Karte bekommt, gerne Sonnenblumen. Und da habe ich gedacht, okay, wie wäre es mit einer alten Magnolia? Ich weiß, dass ich eine habe, die eine große Blume festhält, große Sonnenblume. Und ja, ich habe das Motiv schon eine Weile und ich mag es nach wie vor. Also es ist erstaunlich, das war meine, glaube ich, zweite große Liebe. Hausmaus war die erste und danach kam Magnolia. Und auch nach 17 Jahren mag ich die Motive nach wie vor. Und das finde ich schon ein bisschen sehr konsequent. Ich habe wieder ein Stück Restpapier vom Aquarellpapier, also mein Lieblingsgärstärker Nummer 3, verwendet. Und hier verwenden wir wieder das Vintage Photo Archival Ink. Das ist, wie gesagt, für Wasserkolorationen, die ich halt überwiegend mache, ideal, weil das nicht auf Wasserbasis ist. Das ist, glaube ich, auf Ölbasis, irgendwie sowas. Und das vermischt sich halt nicht mit Wasser oder löst sich mit Wasser nicht an. Hier muss ich ein bisschen rabiater zugehen und da habe ich anscheinend auch die Farbe ein bisschen zerquetscht.
Druck ist halt nicht immer hilfreich, aber Papier hat ja zwei Seiten, also nicht aufgeben, nochmal einfärben und nochmal abstempeln. Gerade große Motive, da ist es manchmal schwierig, den mittleren Bereich zu treffen, aber so eine Stempelhilfe ist halt ideal. Ich habe auch noch Clear Stamps. Ich weiß nicht mehr genau, welche Firma das war. Ich glaube Honeybee. Ich werde das natürlich auch in der Infobox wieder euch aufschreiben. Und da war halt auch so ein, ich glaube, ein herbstliches Set. Und da waren zwei Sonnenblumen dabei. Und die fand ich eigentlich ganz hübsch. Und habe die dann halt auch mit demselben Stempelkissen auf demselben Papier gestempelt. Und habe mir gedacht, ich mache einfach aus den zwei Motiven eins. Und wie das Ganze am Ende aussieht, werdet ihr gleich sehen. Natürlich muss man das Ganze noch erst kolorieren. Hier ist meine alte Palette. Ich habe euch ja gesagt, die wird nach wie vor benutzt und ich versuche die Farben aufzubrauchen. Und ich bin zumindest bei Gelb und Orange in den letzten Monaten sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, ich fange mit einem hellen Gelbton an. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die Farben genau heißen, aber ich denke mal, es wird auch nicht jeder von euch, der da dieses Video schaut, auch die Stress Reinker zum Kolorieren verwenden. Ihr könnt natürlich auch jedes Medium verwenden. Ihr müsst nur dann dementsprechend Papier wählen und euer Stempelkissen, weil, wie gesagt, nicht jedes Stempelkissen eignet sich für die Wasserkoloration oder wie hier mit, ja gut, es ist eigentlich Wasser und Dye-Ink in Kombination. Es gibt ja verschiedene Arten von Stiften, es gibt verschiedene Alkoholmarker und andere Medien, die ihr zum Kolorieren verwenden könnt. Und das ist halt, mein Video soll euch einfach nur inspirieren. Wie könnt ihr mit euren, ich sag mal, vorhandenen Mitteln etwas vielleicht anders gestalten? Hier hole ich euch schon näher ran. Ich habe einfach, wie gesagt, mit einem hellen Gelbton angefangen und dann arbeite ich mich langsam dunkler. Das heißt, ich gehe dann in ein etwas dunkleres, kräftigeres Gelb rein, dann in Orange und wenn ich damit fertig bin, gehe ich sogar noch in Braun rein. Ich habe auch, wie gesagt, auch diese Motive jetzt in Braun gestempelt, weil ich Schwarz teilweise zu hart finde und irgendwie finde ich Braun natürlicher. Und ja, früher habe ich alles schwarz gestempelt, weil ich es einfach von anderen gesehen habe und fand das eigentlich, also diese Kontrast Schwarz zu Weiß, richtig cool. Man ändert sich ja mit den Jahren. Ich benutze nach wie vor Schwarz, es kommt immer auf die Karte an, aber da ich jetzt schon mit so viel Gelb und Braun gearbeitet habe, passt halt hier die braune Kontur besser. Ich habe einen Wassertankpinsel, mit dem ich koloriere. Das ist sogar eigentlich der falsche Pinsel. Ich weiß nicht, ob ich meinen richtigen nicht gefunden habe. Dieser ist halt etwas älter und da mit den Jahren wird auch quasi der Pinsel, ja, der leiert aus, sag ich mal. Der wird nicht mehr, also der überträgt nicht mehr das Ganze so fein wie am Anfang. Das heißt auch, ein Wassertankpinsel muss mit den Jahren gewechselt werden. Und ja, ich denke, ich habe meinen einfach irgendwie wieder so toll weggetan, dass ich den einfach nicht wiedergefunden habe. Aber auch, das ist etwas, es funktioniert. Ich fange halt mit dem Wassertankpinsel an und setze mir jetzt schon quasi die Bereiche, wo ich denke, da sitzt Schatten. Deswegen werde ich halt in dem Bereich auch schon etwas dunkler. Ich vermute mal, dass das jetzt ein Orangeton ist, weil das ja schon so ein bisschen kräftigerer Kontrast ist. Und ich setze einfach so kleine Linien, sage ich mal. Ich arbeite mich vom dunkelsten Ton in das helle rein. Für die Blumen mitten habe ich dann Braun ausgewählt. Auf meiner aktuellen Palette, die ich benutze, ist halt das so ein Rostbraun, würde ich sagen. Das ist das einzige Braun, was ich noch aufbrauchen muss und deswegen arbeite ich damit. Aber ich werde das hinterher noch mit einem anderen Braunton halt noch ein bisschen intensivieren, schattieren und dann ist das auch nicht mehr so diese Farbe, die ihr jetzt seht. Also bei Aquarell ist das halt wirklich mit Schichten zu arbeiten. Das heißt, klar, man kann auch nur eine Schicht benutzen. Das sieht dann halt sehr pastellig aus, aber ich mag halt kräftige Töne. Und ich mag den Kontrast und bei mir sind das dann meistens so drei, vier, fünf Schichten, je nachdem, was das ist. Ich meine, die Motive, die ich jetzt im Bild habe, sind nicht wirklich groß. Also das ist
Relativ, also je kleiner das Motiv ist, desto weniger könnt ihr schattieren. Das ist ja auch so eine Sache. Hier seht ihr schon, dass ich mit Braun reingehe, weil es wird immer kräftiger, dunkler. Und so baut ihr halt diesen Kontrast zwischen Licht und Schatten und verleiht halt dem Motiv auch die Tiefe. Und das wirkt halt ein bisschen plastischer, ein bisschen realistischer. Aber auch das ist alles, es ist eine Fantasieblume meiner Meinung nach. Also ich habe keine direkte Blume neben mir liegen, dass ich dann Licht und Schatten vernünftig übertragen kann. Es ist einfach so, sage ich mal, ich denke mir, wo ist mein Schatten, wo ist mein Licht? Und bei Licht lasse ich halt den Bereich einfach aus. Das heißt, ich trage da keine Farbe auf, ich lasse meistens einfach nur weiß. Beziehungsweise das Aquarellpapier ist ja nicht wirklich weiß, es ist so ein bisschen cremefarben. Und das wirkt halt, wenn es fertig ist, mit richtig harten, dunklen Farben wie Braun und Schwarz als Schatten, wirkt das dann halt hell an der Stelle, obwohl es eigentlich gar keine Farbe hat. Und ja, das ist so, wie ich arbeite. Wenn ich an meine Grenzen komme, was die Farbauswahl betrifft, hole ich meine neuen Paletten zur Hand. Und dann gehe ich halt mit einem kräftigen Braun zum Beispiel rein. Da seht ihr, das ist so viel stärker und dunkler als der Farbton vorhin. Und mit, also ich gehe da meistens ja noch ein bisschen, sag ich mal, mit dem Wasser verteilt. Was ich sagen wollte, ist, das Wasser vom Wassertankpinsel kombiniert mit den Dye-Inks. Je nachdem, wie kräftig das Wasser ist, desto heller ist euer Farbton am Ende natürlich. Und wenn ihr das konzentriert aufnehmt, dann ist die Farbe noch viel, viel dunkler. Und ich denke, wir sind so ziemlich am Ende angekommen, von diesem Motiv zumindest. Und dann mache ich mit der Magnolia weiter. Ich hatte eigentlich erst gedacht, ich mache das parallel, wenn ich dann schon mal quasi mit denselben Farben arbeite. Aber dann war irgendwie doch die Blume so intensiv vom Kolorationsvorgang her, dass ich mir gedacht habe, ich mache das nacheinander. Da ich aber die gleiche Palette benutze, sind es auch dieselben Farbtöne am Ende. Das Grün zum Beispiel ist auch kein richtiges oder kein richtiger einfarbiger Ton. Das ist bei mir Grün mit einer Mischung aus Rot. Wie gesagt, meine Palette ist mir öfters runtergefallen und da haben sich halt zwei Farben gemischt. Aber auch die Farbe habe ich ausprobiert. Die hat so einen Olivgrün-Touch. Und ich finde, es lässt sich weiterhin benutzen. Also ihr könnt auch die Dye-Inks untereinander mischen. Das ist ja auch das Tolle dran. Genauso wie Aquarellfarben. Das heißt, ihr könnt euch rein theoretisch auch aus diesen, was sind das, 64 Farben, weitere 64 zusammen mischen oder mehr. Aber ich gehe halt überwiegend dann, indem ich dann übereinander schichte und so die Farben mische und nicht wirklich, dass ich mir in der Palette dann irgendwie Farben zusammenmixe. Also das war jetzt, wie gesagt, ein Unfall, aber die Farben nutze ich trotzdem weiterhin. Ich habe mich entschieden, das Mädchen auch dann passend zu dem Rest der Karte in gelbbraun zu halten und habe die halt dann dementsprechend auch blond koloriert. Das heißt, ich fange auch mit Gelb an bei den Haaren und arbeite mich dann mit Orange- und Brauntönen halt in den Schattenbereichen ein bisschen kräftigere Kontraste einzuarbeiten. Hier bin ich bei Orange auf jeden Fall. Und das Schöne ist, sind euch die Linien einfach zu stark, dann könnt ihr mit Wasser einfach die Linien quasi verwischen, verwaschen. Wichtig ist natürlich auch, das seht ihr wahrscheinlich nicht genau, aber oben rechts im Bild müsste mein Taschentuch liegen. Da tupfe ich halt das überschüssige Wasser oder halt, wenn ich die Farben wechsle, mein Pinsel immer zwischendurch ab, damit ich halt das nicht. Ja, zum Beispiel, ich war gerade mit Orange zugange und wenn ich ihre Haut oder ihre Wangen anmale und dann ins Rosa reingehe, dann wird das kein Rosa, sondern eine Mischung aus Orange und Rosa. Und da man das halt nicht möchte, muss man den Pinsel halt zwischendurch immer sauber machen. Für die Haut habe ich auch einen Braunton benutzt. Ich meine, Tea-Dye war das.
Und dann gehe ich halt auch ins Vintage-Foto rein, um ein bisschen mehr Schatten einzuarbeiten. Es gibt halt bei den Distress-Farben keine richtige Hautfarbe, aber ihr könnt das halt so ein bisschen simulieren, indem ihr halt die zum Beispiel Tea-Dye relativ kräftig verdünnt. Weil, sage ich mal, nur mit Tea-Dye reingehen, dann wird das ein bisschen zu intensiv. Es kommt natürlich immer drauf an, welche Hautfarbton es am Ende werden soll. Ich koloriere meistens aber, sag ich mal, eher hellen Farbton oder hellen Hautton. Deswegen, ja. Für die weißen Bereiche schattiere ich ein bisschen mit Braun, sag ich schon, mit Grau rein, um halt den Schatten anzudeuten, weil Weiß ist ja nicht wirklich weiß. Und jetzt sind wir eigentlich nur noch bei den Feinschliffen. Das ist Walnuss, also ein richtig kräftiger Braunton. Und mit dem schattiere ich halt auch die Haare. Würde man vielleicht nicht auf die Idee kommen, gerade bei blonden Haaren Walnuss zu benutzen. Aber wie gesagt, Haare sind auch so ein Fall für sich. Also wenn man sich die Haarstruktur genau anguckt, auch eine blonde Dame hat nicht nur blondes Haar, sie hat auch braune, rote und teilweise auch richtig dunkle Haare zwischen. Und diese Kombination kann man halt auch beim Kolorieren so erreichen. Auch der Schatten unter den Haaren, ihr seht ja, Walnuss. Damit habe ich mich entschieden, halt die dunkelsten Bereiche mit Walnuss zu machen und nicht mit Schwarz diesmal. Was halt auch ein bisschen, sage ich mal, natürlicher ist und zum Gesamtbild passt. Also da muss man halt immer abwägen. Bei Haut und Menschen benutze ich sowieso nicht gerade Schwarz, bei Kleidung schon. Und das, glaube ich, habe ich gerade auch, oder? Ja, wenn es so schnell beschleunigt ist, dann komme sogar ich manchmal nicht hinterher. Hier habe ich einen Feinliner rausgeholt und habe im Auge den schwarzen Punkt quasi gemalt. Und mit meinem weißen Gelstift, den ich gerade ein bisschen reaktiviert habe, indem ich über meine Haut gemalt habe, habe ich einfach Punkte, also Highlights gesetzt im Gesicht, die Wangen, die Augen und die Punkte auf dem Kleidchen, weil ich habe mir gedacht, es macht keinen Sinn, die auszulassen und kolorieren. Es ist halt viel einfacher, mit dem Gelstift hinterher mit Weiß rüber zu gehen. Hier seht ihr, habe ich meinen Hintergrund schon auf die Mattung geklebt und ich habe mich entschieden, so ein paar Fännchen aus Transparentpapier an den Seiten festzumachen. Da benutze ich auf der Rückseite meinen Tesafilm, habe das Fännchen halbiert und die andere Hälfte kommt unten rechts. Ich hätte das natürlich auch erstmal beiseite legen können, aber ich habe mich entschieden, dass das halt irgendwie dazu passt. Hier seht ihr, ich habe halt ganz viele Restpapiere gestanzt für meine Buchstaben. Die sind, glaube ich, dreimal hinterklebt. Das Katrin habe ich natürlich auf Spiegelkarton gestanzt, damit das halt erst recht hervorsticht und zum Gesamtbild passt. Jetzt benutze ich meinen Tiki Glue in der kleinen feinen Flasche und verteile den Kleber halt großzügig auf der Rückseite. Natürlich lasse ich die Aussparung der Buchstaben aus. Die Buchstaben müssten, glaube ich, von Alexandra Renke sein. Das sind quasi abgerundete Quadrate oder Würfel oder wie auch immer mit Buchstaben drin. Auch das werde ich euch in die Infobox packen. Das war halt schon ein bisschen Arbeit, die Buchstaben alle zu stanzen und übereinander zu kleben. Hier ziehe ich das Klebeband vorsichtig ab und versuche die Buchstaben halt auch di direkt zu drücken, damit sich halt großartig nichts verschiebt. Bisschen noch Nachkorrektur. Hundertprozentig ist es immer noch nicht, aber ja, es ist besser als vorher. Ich habe die kolorierten Motive ausgeschnitten. Bei der Magnolie habe ich zwischen dem Mädchen und der Blume den Bereich weiß gelassen, weil hätte ich das ausgeschnitten, das wäre einfach zu filigran und ich hatte Angst, dass das irgendwie sich verbiegen oder brechen könnte. Mit Pappe hinterklebe ich das Ganze. Ihr wisst ja, ich benutze das als Schaumklebebandersatz. Wenn ihr lieber mit Schaumklebeband arbeitet, könnt ihr das natürlich auch weiterhin nutzen. Ich muss sagen, dass ich mich inzwischen sehr wohl fühle mit der Pappe und ich habe noch jede Menge davon, also wird das auch wohl eine Weile so weitergehen.
einfach mit der Kombination bei großen Flächen doppelseitiges Klebeband und Flüssigkleber. Und bei den kleineren Bereichen mache ich tatsächlich einfach nur Flüssigkleber dran. Hier habe ich mich sogar entschieden, in zwei Schichten zu arbeiten. Das heißt, die Pappe ist vielleicht Millimeter hoch. Ich habe halt verschiedene Stärken und je nachdem, wie ich das möchte, klebe ich halt zweimal übereinander. Wie ihr seht, habe ich die Blume auch ausgeschnitten und sie sogar halbiert. Und zwar in dem Bereich, wo die beiden zusammentreffen. Und ich experimentiere mit der Platzierung, weil ich mir gedacht habe, so wie sie angebracht waren, passt es auf jeden Fall nicht zu meinem, zu meiner Vorstellung. Und ich fixiere das Ganze auf der Rückseite mit Tesafilm. Und jetzt wird das Ganze auch direkt schon aufgeklebt. Das heißt, die Tilda ist ein bisschen erhöht. Die Blümchen kleben direkt auf der Karte. Nach dem ganzen Abfummeln kommt natürlich jetzt der Flüssigkleber oben drüber. So habt ihr auch ein bisschen Zeit, um das Motiv eventuell nachzujustieren, falls das erste Aufsetzen nicht sitzt. Ist auch zum Beispiel bei Schaumklebeband auch hilfreich, mit ein bisschen Flüssigkleber das Ganze manövrieren zu können. Das Blümchen sieht, guckt ein bisschen rechts raus. Ich habe dann ein bisschen geguckt, ob das auch beim Kartenrolling so extrem ist. Habe mir jetzt natürlich den Aufleger ausgemessen, damit ich meine Pappe zum Erhöhen auch passend zuschneiden kann. Da gehe ich genauso wie mit meinen ganzen Auflegern immer so 4 mm kürzer. Das heißt, die Pappe, die ich jetzt habe, ist ungefähr gleich groß wie der Aufleger. Dass es halt nach dem Aufkleben auch nicht sichtbar ist. Das heißt, wenn es 1:1 mit der Mattung wäre, könntet ihr die Pappe natürlich direkt sehen. Und das möchte ich halt nicht. Also schneide ich mir das Ganze ein bisschen kürzer zu. Und dann, nur wenn man die Karte wirklich von der Seite sich anguckt, würde man sehen, dass da halt Pappe zwischen ist. Aber ich glaube, für einen Laien ist das gar nicht so zu erkennen. Auch die Pappe ist wirklich hauchdünn, das ist irgendwie 1 mm höchstens, wenn nicht sogar nur einen halben. Ja, da gehe ich wieder mit doppelseitigem Klebeband, mit Flüssigkleber, drehe mir das Ganze natürlich um und setze das an, drücke fest. Und das Ganze wird jetzt natürlich auch auf dieselbe Weise auch auf den Kartenrolling angeklebt. Erstmal großzügig doppelseitiges Klebeband am Rand. Und mit Flüssigkleber bedecke ich natürlich wieder die ganze Schicht. Das sieht immer nach ganz viel aus, aber dadurch, dass die Flasche so eine feine Spitze hat, das, was an Kleber da rauskommt, ist gar nicht so viel. Und ja, ich bin jetzt nach Monaten, glaube ich, auch erst bei meiner zweiten Tiki-Glue-Flasche. Obwohl ich den wirklich sehr viel benutze, gerade nachdem ich angefangen habe, so viele Standsteile auch zu schichten, benutze ich viel mehr Kleber als früher. Und ja, trotzdem ist das immer noch überschaubar, finde ich. Jetzt natürlich immer gucken, dass ihr die Kartenrolling richtig rum habt. Ja, auch das ist mir schon öfters passiert, dass man das falsch rum aufklebt. Das Ganze mit Gewichten quasi platt drücken. Dann habe ich mir überlegt, ja gut, aber ich muss ja noch dekorieren. Also die Gewichte wieder weg. Habe hier Kristalle von der Karin Jittenmeier oder Ideen mit Herz, wie ihr Shop heißt. Das sind eigentlich Kristalle, die damals für die Glaskunst verkauft worden sind. Ich habe die halt in Rund behalten. Da sind relativ große, 5, 6 mm. Ich denke, hier habe ich einfach transparente Pailletten, beziehungsweise sind eigentlich keine Pailletten, weil die haben kein Loch in der Mitte. Aber die haben halt diese Wölbung und da muss man halt immer genau gucken, dass man die richtige Seite aufklebt und manchmal hantiert man so ein bisschen damit rum, um die umzudrehen, weil man doch die falsche Seite hat. Dann andrücken natürlich. Wie ihr seht, setze ich erst einen Klebepunkt dahin mit meinem Flüssigkleber und dann gehe ich mit den Elementen und klebe sie dann halt da drauf fest. Da reicht auch wirklich ganz wenig Kleber aus.
Mit der Wachsspitze wird das Element halt aufgenommen und mit der Rückseite drücke ich das Ganze fest. Hab hier noch kleine Schmucksteine. Auch da wieder erstmal Kleber setzen, Klebepunkte und dann mit der Wachsspitze dann den Schmuckstein aufheben. Das sind 2 mm Schmucksteine, die ich jetzt habe. Ich weiß nicht, ich bin einfach ein großer Fan von den ganz kleinen und das fehlt mir oft. Also gerade bei gemischten Sets habt ihr oft ganz, ganz viele große oder es fängt relativ groß an und die kleinen sind meistens so 4 oder 3 mm und das ist mir dann teilweise noch zu groß. Habe mich entschieden, noch ein paar weitere Elemente zu ergänzen. Da sind wieder die Kristalle, die sind also fast transparent, die haben keine silberne Schicht am Ende oder unten. Und die sind facettiert, also die leuchten oder die glänzen wirklich schön im Licht. Und damit wäre die Karte auch schon fertig. Ach ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video konnte euch was wiedergeben. Ihr habt was gelernt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.